Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute erzähle ich ein bisschen mehr von meiner Therapien in der Psychiatrie. Also seid gespannt. Auf jeden Fall, es gibt ein sehr breit gefächertes Angebot von Therapien. Ich werde jetzt einmal alle aufzählen, die was mir einfallen. Da wäre zum Beispiel die Psychotherapiegruppe. Da sitzt man in der Gruppe, alle Mitpatienten, und da kann man Themen einbringen und drüber reden. Manchmal gibt es auch Thema, dann gibt es auch manchmal Achtsamkeitsübungen oder so. Ist ganz witzig. Dann, was mir noch gut gefällt, ist zum Beispiel Einzeltherapie. Einzelpsychotherapie ist voll super, weil man sich endlich einmal nicht auf meine Schizophrenie kümmert, sondern mich als Mensch. Sonst habe ich immer eine Therapie, also nicht immer, aber viel über die Psychose auch geredet. Aber das mache ich eigentlich über Videos schon, die aufarbeiten, könnte man sagen. Aber auf jeden Fall, da reden wir einfach über mich, über die aktuelle Lage, richtig nice. Und meine Psychotherapeutin ist auch ganz lieb, richtig nice. Okay, dann gibt es zum Beispiel noch Musiktherapie, da gibt es dann immer ein Thema und dazu kann man sich dann ein Musikinstrument aussuchen, das man spielt. Manchmal klingt es harmonisch, manchmal klingt es auch irgendwas, aber grundsätzlich geht es darum, seine Gefühle durch die Musik auszudrücken. Dann, was ich ganz besonders geil finde, weil ich habe ein paar Rückenprobleme, da gibt es am Montag immer Rückengymnastik mit verschiedenen Geräten und so. Das ist richtig nice, tut mir gut. Eigentlich tut mir eh alles gut in der Psychiatrie. Aber das Einzige, was ich nicht mag, ist dabei Beschäftigungstherapie, weil wegen Corona ist das ein bisschen blöd gerade und da haben wir nur so eine Kreativwerkstatt quasi. Aber jo, jo. Okay, reden wir immer drüber. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was ich daran nicht mag. Ja. Auf jeden Fall, was gibt's noch Schönes? Maltherapie habe ich nächste Woche das erste Mal. Wenn es euch interessiert, irgendeine Therapie, die es genauer haben wollt, was ich wirklich gemacht habe in der Therapie, ich zähle sie eben auf, was man macht und was man hat. Auf jeden Fall, wenn ihr das genau wissen wollt, schreibt es in die Kommentare mit der Therapieform, dann sage ich euch, was ich da mache. Wenn eine tiergestützte Therapie habe ich auch gewählt, da geht man einfach mit Eseln oder so zum Beispiel, oder mit Alpaka spazieren, glaube ich, oder Fütters, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, habe ich noch nicht gehabt. Was gibt es noch Schönes? Dann gibt es die Achtsamkeitsgruppe, das ist auch ganz entspannend, einfach achtsam wahrnehmen. Das Schönste, was ich dabei gelernt habe in der Psychiatrie, ist, weil ich habe so eine innere Traurigkeit, die mich mitschleift, die benenne ich jetzt nicht mehr als Depression, sondern einfach ein Gefühl. Es ist die Traurigkeit, die ist im Hintergrund noch dabei und die darf da sein. Die darf da sein. Eure Gefühle dürfen da sein, wo sie sind. Man muss sie nicht benennen. Fühlt es einfach, man kann es auch ein bisschen in den Hintergrund rutschen, ich mache extrem viele andere Sachen daneben, ich lasse mich da nicht einschränken. Natürlich bei mir ist es so, dass meine Traurigkeit mich ein bisschen beeinflusst und zwar in der Weise, dass sie mich etwas verunsichert, aber das wird schon besser. Und jo, es gibt natürlich noch mehr Therapien, das war jetzt einmal das Hauptding, ich kann noch ein bisschen nachdenken, ob mir noch was einfällt. Jetzt gerade eigentlich nicht. Also, I don't know. Auf jeden Fall, wenn mal was einfällt, dann ist das schon zu spät. Na, Spaß. Jo, das war's mit dem Video, glaube ich. Sucht euch. Oder ich mache kurz einen Cut und denke kurz nach. Okay, liebe Leute, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und das waren eigentlich die spannenderen Therapien. Jo, was ich dabei habe, es kann ja noch was dazukommen im Therapieplan. Nächste Woche, wenn ich die geschafft habe, ist Halbzeit. Dann sind es nur mehr 4 Wochen, was ich verlängere, kommt darauf an, wie es mir geht. Und jo, dann gibt es wieder regelmäßig Content! Ja! Yeah. Okay, bitte. Also, Labeleide. Okay, liebe Leute, das war's wieder mit einem Wizard. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und alles Chili oder so, keine Ahnung. Okay, gut. Das kann ich nicht einmal mehr in den Schluss sagen. Peace out, liebe Freunde.